Willkommen bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan. Ja, wo bin ich eigentlich gelandet hier? Ich bin hier in einem Clan gelandet mit dem Avatar. Ihr seht das hier, der Clan heißt Ossi.Schweine. Base zerstört, Rathaus zerschossen, Klo verstopft, Bar leer gesoffen. So haben sich hier die getroffen. We won 1000 Juwelen, also das, was ich nicht geblickt habe, als ich in diesen Clan reinkam. Die machen zwar einen Clankrieg hier, haben den letzten, ich meine, sie haben ganz, ganz viele verloren. Dann denkst du natürlich, sind das so komische Angreifer, aber nein, im letzten Krankenkrieg hier haben ganz, ganz viele erst gar nicht angegriffen und ich wusste natürlich nicht, ich bin ja kurz hier drin, warum die alle nicht angegriffen haben. Hier teilweise sind sie gelieft, teilweise sind sie noch drin geblieben, aber das Ziel dieses Clans ist es gar nicht, Clankriege zu gewinnen, denn man ist hier der Meinung, dass Supercell das ganze Matchmaking hier total beschissen gemacht hat und man spielt hier einfach die Clankriege nur um seine beiden Angriffe zu machen, um hier die Clan-Sterne reinzuholen, beziehungsweise die Sterne für die 1000 Juwelen. Ah, das ist natürlich, also ich muss sagen, das ist überhaupt nicht mein Ding. Und ich habe das aber ein bisschen spät geblickt hier, dass es hier so ist, denn es hieß dann heute, ja, wir nehmen nur die Aktiven mit in CK, jetzt spielen die hier schon wieder ein 40er CK, ich bin hier jetzt mit drin, aber ich meine, die Clanbogen bleiben leer, die wird ja gar keiner befüllen und habe jetzt eigentlich 2 Tage schönen Clankrieg vergeigt, hätte ich mal fast gesagt, denn es ist hier völlig egal, ob ich die Angriffe mache, hier wird wieder ein 40er gespielt, obwohl hier 20 oder 30 nicht angreifen. Und die anderen holen sich dann irgendwo ihre 3 Sterne und machen dann irgendwann mal ihre 1000 Juwelen. Ja, kann man so machen, ist aber nicht mein Ding, denke ich mal. Ich habe jetzt so ein bisschen hier meine Zeit verdaddelt, muss ich sagen. Und ich habe jetzt auch schon geschrieben, ich ziehe da mal weiter, so ganz ohne echten CK macht mir das auch keinen Spaß. Das ist nicht mein Ding eigentlich, hier einfach so einen Clan zu verlassen, ohne meine Angriffe gemacht zu haben. Aber ich glaube, das seht ihr mir nach. In diesem Clan kann ich auch nicht bleiben, denn so ohne richtigen Clankrieg, also das ist auch ein bisschen doof, muss ich sagen. Ich habe mir schon 9 Clan ausgesucht. Vielleicht kann ich da eine nette Folge abdrehen. Den habe ich mir hier in die Bookmarks reingepackt. Es ist nämlich der Clan. Hier sind sie, mal sehen, ob sie mich denn jetzt aufnehmen. Huhu, Toto clasht hier bei euch zu Besuch. Ich glaube, der LOL, ich glaube, er hieß so, LOL hatte mich eingeladen. So, mal sehen, ob die mich aufnehmen hier. Dann kann ich euch hoffentlich einen vernünftigen CK zeigen. Natürlich leider nicht mit mir, sondern nur von dem, was heißt nur, nicht nur von dem Clan, natürlich von dem Clan hier, denn es hat mich ja jemand angeschrieben aus dem Clan, dass ich hier joinen könnte, einen coolen und knackigen CK sehen. Kein Thema, dann komme ich. Hey, das hat ja geklappt, nur ein paar Minuten. Haha, super. Danke für die Aufnahme. Moin, da ist der LOL. Ah, ich hatte mich verschrieben und super Ding hier, dass ich in den Clan reinkommen konnte. Also ich bin jetzt beim Clan, wie heißt er eigentlich, Warhus oder Warhus, und freut mich auf jeden Fall. Ja, und der LOL hatte mich eingeladen und dann gucke ich natürlich auch gleich mal ins Log rein hier. Warlock mit 99,5%. 10 gegen 10, sehr schön. Das gucke ich natürlich am liebsten, gar keine Frage. Und wir sehen das hier oben, sind 2 Elfer schon mal aufgeblieben. Und hier, oh, fast alles zerstört, krass. Ja, ich würde sagen, das zeige ich euch einfach mal. Das kann ich euch nicht vorenthalten. Freut mich auf jeden Fall. Vielen lieben Dank hier nochmal dem, wer ist es eigentlich, dem LOL, dass er mich hier so kurzfristig eingeladen hat. Und dann lege ich einfach mal los. Und wo ich schon mal da bin, ich habe ja jetzt einen Clan verlassen, also auch die Frage war ja jetzt noch ungeklärt in den letzten Tagen. Wenn man also während der laufenden Clanspiele den Clan wechselt, kann man dann eigentlich in dem neuen Clan die Clanspiele mitspielen. Und ihr seht das hier, nein, you need to rejoin Ossi-Schweine to keep playing Clan Games now or wait until, na, was stand da, the next Clan Game startet. Also ich muss ja jetzt erstmal warten, bis die nächsten Clan-Games hier starten und dann kann ich erst wieder loslegen. Also auch die Frage ist endlich geklärt. Dann legen wir aber mal los hier mit dem Clan-Krieg und ich habe mir das Ganze gerade mal absegnen lassen.
Also gucken wir hier mal rein. In den letzten, bevor der nämlich ausläuft, muss ich den hier fix mal abdrehen. Also hier sind so ein paar Sterne offen geblieben hier oben beim Gegner. Und ich komme hier natürlich jetzt ganz, ganz unverblümt rein. Und wir nehmen einfach mal den Neuner. Replay not available, das ist natürlich super. Okay, ich kann hier gar nicht drehen. Ah doch, ich kann ein bisschen was drehen. Oh, nur ein bisschen, okay. Eieiei, Wartungspause ist mir da reingerutscht. Okay, dann gucken wir uns trotzdem das ganze Drama hier an, beziehungsweise ist es ja mal wieder nur mein Drama, nicht eure Schuld hier. Und da kann ich die unteren Angriffe jetzt nicht zeigen, also nehme ich das mit, was ich noch kriegen kann. Da hat man doch dann eine kleine Wartungspause dazwischen. Das ist immer das Leid des YouTubers, sage ich mal, der dann am Ball bleibt, vor allen Dingen mit meinem Motto klarkriege. Und von daher, ja, wer nicht kommt zur rechten Zeit, muss drehen, das was übrig bleibt. Und das ist mal wieder so. Aber was willst du machen? Ich mache es ganz gerne. Freue mich auf jeden Fall, dass ich ein bisschen CK hier reinkriege, auch in der Update-Phase. Denn ich will natürlich gar nicht so lange warten und euch irgendwelche Sachen vorenthalten. Also mit dem Avatar geht's hier rund. Ich weiß auch noch nicht, ob ich hier jetzt einen Clankrieg mitspiele oder ob ich dann gleich weiterziehe in den nächsten Clan. Mal gucken, denn ich habe ja einige kleinere Einladungen bekommen. Das Problem ist manchmal nur, da schreibt dann einer, kannst du mal den Clan Goldener Hirsch besuchen? Und dann suche ich danach und dann finde ich den natürlich nicht, weil es 1000 Clans gibt, die mit Golden und Hirsch anfangen. Und oder überhaupt die Worte da drin haben. Und deswegen, wenn ihr euch sicher seid, dass ihr eine coole Truppe seid, mir einen tollen CK schenken könnt mit richtig krassen Angriffen, dann solltet ihr mir die Tech ruhig mit reinschreiben. Also ich kann natürlich nicht alles besuchen, da das ja mein einziger Char ist, der überhaupt, wenn er dann zu Besuch ist, natürlich auch ein bisschen in den Clans in der Regel verbleibt. Das heißt also ein, zwei Clankriege mitmache. Und dann erst wieder von dann ziehe. Manchmal hält es mich ja sogar ein paar Wochen in einem Clan, weil mir der Abschied dann so schwer fällt. Denn dann ist das schon so eine kleine, liebgewonnene Familie geworden. Und dann möchte ich auch gar nicht weg, weil ja, wenn es einem ja gefällt, dann bleibt man da natürlich, wo man gerade ist. Aber hat er schön gemacht hier, der, wie heißt er eigentlich, Tobacco Burst. Und ich glaube, wir können hier, oh, ich habe ein bisschen Glück. Ach, da streiche ich gerade mal so über meine Stirn hier. Ich habe ein bisschen Glück, dass ich hier jetzt wirklich noch was reinkriege, was schöne CK-Angriffe sind. Ich lehne mich ja auch immer gern zurück, das kennt ihr aus meinen Streams. Wenn hier die Angriffe so laufen und ich eigentlich so gar nichts anderes machen muss als quatschen, quatschen, quatschen oder dokumentieren oder mir gerade in den Streams ein paar Fragen durchzulesen, ein bisschen Antworten zu geben. Also schön chillig hier Clash of Clans spielen. Und ich gehe mal ein bisschen näher rein für euch. Hier ein Angriff vom Marcy, heißt es auch, glaube ich, Marcy 110491 oder Marcel, keine Ahnung. Der hier mit Bola Hexen durch diese Base hier geht. Und das müsste aber schon ein Angriff, ich glaube, das ist schon ein Angriff hier, der geht. Ah, ich weiß es nicht genau, ob das schon Update-Angriff ist hier, weil Heilzauber hier geworfen, glaube ich. Ich glaube, es war ein Heilzauber, ja, der auf 7 kann nur ein Heilzauber gewesen sein. Und hier haben wir dann den Effekt nämlich auch schon, den habt ihr ja gestern schon gesehen in dem Video von mir, wo es dann um unseren Clankrieg ja ging, ob das so Auswirkungen hatte oder ob das große Auswirkungen hat, wird jetzt grundsätzlich gedreiert hier bei Clash of Clans. Also sehen wir jetzt eigentlich immer ultraknappe Clankriege, weil wirklich die minimalen Prozente irgendwo die CKs jetzt entscheiden. Oder gibt es nach wie vor Clankriege, die deutlich gewonnen oder deutlich verloren werden? Das weiß man ja noch nicht. Da müssen wir auch erstmal, denke ich mal, ein bisschen das Update hier sacken lassen, so ein paar Wochen, um das Ganze zu bewerten. Und vielleicht kommt ja noch das ein oder andere kleine Update von Supercell hier rein, wo sie nochmal so ein bisschen so minimale Verbesserungen reinbringen. Eigentlich ist das ja in der Regel sehr, sehr häufig so bei Software oder bei Spielen. Du haust erstmal was raus, ist natürlich alles getestet. Aber irgendwo ist dann das letzte Bit doch noch krumm, also ungetestet, beziehungsweise hat man vielleicht doch nicht dran gedacht, denn dahinter sitzen ja auch nur denkende Menschen und die können natürlich Fehler machen. Was heißt Fehler machen? Die können auch mal anders denken, so muss man es ja sagen. Und deswegen glaube ich, passiert hier sicherlich noch ein bisschen was vorm Jahreswechsel und freue mich auf jeden Fall drauf. Und ich hoffe, das Video gefällt euch.
Trotzdem muss ich mal so sagen, auch wenn ich jetzt leider nicht hier mitgespielt habe, aber euch hier trotzdem coole Angriffe zeigen kann. Und das, was ich so mitnehme, ja, ich kann mich ja hier wirklich durchschlingeln. Ah, das ist der LOL selber hier. Das freut ihn hoffentlich, dass ich ihn hier mit im Video habe. Und er einen Angriff von sich sieht. Also schöne, gelungene Aktion, glaube ich hier. Vielen Dank auch nochmal dem LOL97 dafür, dass er mir... Ich meine, ich habe schon einige Einladungen gesehen, aber ich habe das ja eben erklärt. Wenn ich die Clans nicht finde und so kurzfristig wie heute ja was suche, dann und auch gefunden habe, dann tut mir das leid, dass ich dann euren Clan unter Umständen nicht besuchen kann. Also ihr müsst mir jetzt nicht alle eure Hashtags Clans unter meine Videos schreiben. Ich bin erstmal mit dem AFA hier und wenn jetzt also Kommentare kommen, kannst du uns besuchen und uns, dann muss ich das ganz klar sagen, ja, das kann ich, aber es wird dauern. Ja, und ich schreibe mir ja auch nicht die Clan-Tags jetzt auf, also ihr müsst das nicht machen. Und irgendwann komme ich vielleicht zu euch oder ihr kommt zu mir, keine Ahnung, wenn wir mal wieder Community Clan spielen. Aber bitte jetzt nicht den Kanal hier voll spammen mit bitte besuch mich. Das bringt nichts, das überlese ich natürlich nicht. Aber ich kann es natürlich nicht. Ich kann mich nicht teilen und ich kann ja auch nicht mit allen Accounts hier jetzt wandern gehen, wie so ein Irrer. Da ich ja auch ein bisschen Stamm habe und meine RH9er ja auch nur so ein bisschen bespiele, da lohnt sich das gar nicht, dass ich mal so eine Vollfolge abdrehe. Also der Avatar hier ist, glaube ich, nach wie vor mein liebgewonnener Wanderchar und der spielt mit euch mittlerweile ja auch im Rathaus Level 10 Bereich. Ich hoffe, das freut euch auch, dass ich nicht mal als 9er hier rumrutsche, sondern schon als 10er hier durchgehe. Und wir sehen hier jetzt den ersten 11er Angriff, also 11 auf 11 auf diese Base hier. Sie ist, denke ich mal, ja, sie hat einen Adler auf Level 1 und gehe mal ein bisschen näher für euch rein. Hier sehen wir jetzt mal einen Start mit einem Queenbock. Vom Pris Kuss heißt er, von dem Clan hier, die mich hier eingeladen haben. Und dann geht das hier erstmal ganz behende los, sage ich mal. Man kann ja erstmal so einen Queenbock starten mit Warden im Gepäck, Heiler dahinter. Man hat ja immer so einen Daumenwert, dass man noch mindestens 2 Minuten so für den Rest braucht. Aber ich glaube, er brauchte gar nicht mal 3 Minuten hier für diese Base. Ich denke mal, da war am Ende noch Zeit über. Schöner Start hier, Clanburg schon mal eliminiert. Das ist schon mal sehr gut. Und jetzt geht das hier, ja, das ist natürlich auch Max Account hier, sehe ich gerade, mit den Minern dann rein. Okay, da muss ich dann gleich wieder ein bisschen näher ran, damit ich die hier aufschnappen kann. So. Dann gucken wir mal, wie das hier durchgeht. Das sieht schon mal gut aus hier. Jawohl, das ist super. Und hat er auch, er hat auch 2 Heilzauber dabei. Ich glaube, es war schon die Phase, wo die Infernos gegengeheilt werden können. Mal gucken, ob wir das gleich noch ein bisschen genauer sehen. Ich muss jetzt gleich mal Obacht geben, wo er denn die Meute der Tunler reinschickt. Ah, da kommen sie. Hier kommen sie von hier unten links über die Kaserne. Ich bin, glaube ich, drin. Ich habe den Fokus richtig drin. Jawohl, habe ich richtig drin für euch. Und dann geht das hier durch. Aber, ja, okay, das sind jetzt die Multi-Infernos. Mal sehen. Gerade die Multi sind natürlich, tun ja weh, den Tunlern. Aber jetzt muss ja irgendwann mal schon mal so ein Heilzauber kommen hier, denke ich mal. Und, er lässt sich echt Zeit damit. Wir haben echt voll erst den Inferno gemacht. Und mal sehen, ob die jetzt auch noch durch den Heil gehen. Das wäre natürlich genial. Und die gehen voll durch den Heilzauber durch. Das ist krass. Sehr, sehr schön gemacht hier. Jetzt werden sie zwar ein bisschen abgelenkt und kriegen nochmal Inferno-Beschuss. Aber der Inferno kann natürlich auch nur 5 Ziele nehmen. Und er hat natürlich hier eine richtige Buddler-Armee am Start. Und schöner Rathaus-Elfer-Angriff hier. Ihr hört das so ein bisschen auch an meinen Kommentaren. Oder so, wie ich gerade im Moment dokumentiere oder kommentiere. Ich freue mich hier tierisch, dass ich das hier mitbekommen kann und darf. Nicht, weil mir die Folgen ausgehen. Also ich habe etliches abgedreht und weiß noch gar nicht, das eine oder andere verfällt wahrscheinlich, weil es dann überhaupt nicht mehr up-to-date ist. Und deswegen bin ich aber froh, hier mit dem Avatar untergekommen zu sein. Puh, nochmal Glück gehabt. Und ich hoffe, dass ich auch, ich will mal sehen, ob ich hier ins Clankrieg mitspiele. Ich denke mal, ich mache das schon, denn wenn ich hier so nett aufgenommen werde, dann möchte ich das auch so ein bisschen honorieren. Nicht nur mit diesem Video, sondern auch mit Angriffen von mir.
die hoffentlich dann nett sternig sind. Und wir sehen das hier, wo der LOL, hier kommt er nochmal, eigentlich seinen Stern gelassen hat. Da gucken wir jetzt mal, was er übergelassen hat. So, hier geht's auch mit einem Queenwalk in diese Base hier rein, mit Bola, ein bisschen Hexen und, okay, Valkyren auf Level 5, die hat er noch nicht auf, 6 und 7, also da hat er die nicht weitergelevelt, ich denke mal, die laufen aber irgendwo im Labor bei ihm. Und ja, gucken wir mal rein, wie das jetzt hier weitergeht. Ich gehe mal wieder ein bisschen größer rein für euch. So ist das, glaube ich, besser. Das startet immer komischerweise hier in dem Emulator, mit dem ich im Moment aufnehme, immer klein. Und dann merke ich das immer erst nach so ein paar Sekunden. Oh, Toto muss gerade ein bisschen größer machen. So, dann geht das hier. Ah, Queenwalk, ich muss üben. Ich sehe das schon, ich muss echt üben. Hier auch so ein bisschen tiefer schon mal mit dem Queenwalk in die Base zu kommen, denn hier gehen ja echt jetzt schon mal die ersten Prozente rein. Und das ist aber eine typische Ringbase hier. Mal sehen, er kommt jetzt hier unten. Ich gehe mal ein bisschen näher in den Golem hier rein mit den Bolern, mit den Hexen und mit den Tanks. Also hier den einen Riesen und den Golem hier in die Base rein. Und der Golem hat auch schön das Adlerfeuer auf sich gezogen. Das ist super. Mal sehen, der Adler, wo ist er denn jetzt eigentlich drauf? Denn er ist schon weg. Der Adler ist schon weg, okay. Alles klar, habe ich gar nicht darauf geachtet, dass der hier unten auf der Ecke stand. Oh, jetzt geht's hier natürlich kerzengerade rein mit der Meute hier. Mit den Valkyren und den ganzen... Alter, ist hier was los in der Mitte. Donnerwetter. Okay, mein PC kann es gerade noch so ab, es leckt noch nicht. Aber... da ist ja so viel los in der Mitte. Gut, die kriegen jetzt natürlich auch einen netten Beschuss von außen. Also Teslas, Bogenschützentürme, Magiertürme hier, ballert ja alles nach innen. Kann sich jetzt aber nochmal durchsetzen. Hier, Heiler sind auch noch am Leben. Ich kann jetzt nicht erkennen, was sie gerade heilen, aber irgendwas werden sie wohl heilen. Und schön gemacht hier. Wir sehen jetzt sicherlich in einer Minute, wo denn hier der LOL seine Sterne gelassen hat. Da bin ich ja echt mal gespannt. Und so, dann gucken wir uns das Ende hier mal an. Ah, hier bleibt ein bisschen viel. Ich hätte jetzt fast gesagt, wenn ich jetzt so die Masse der Truppen sehe, es war die Zeit. Ich glaube, es war die Zeit hier. Denn mit den ganzen Truppen hier, da räumst du ja noch ein Viertel von einer Base auf. Und jetzt ist die, ja okay, die Bowler werden jetzt gerade geheilt. Das macht aber nichts, die tanken jetzt auch gerade ganz schön. So, gucken wir mal. Ja, ich denke mal, das war die Zeit hier. Jetzt müssen sie gleich nochmal durch eine Mauer durch. Ah. Ja, sehr ärgerlich. 45er Queen geht natürlich schon ganz gut durch 11er Mauern durch, aber trotzdem kostet das jede Sekunde hier. Er unterstützt jetzt hier unten nochmal mit 2 Bogenschützen. Ja, aber ich denke mal 7 Sekunden, das seht ihr hier. Aber super gemacht hier. Ich gehe mal raus, was eigentlich übergeblieben ist. Oh, nur noch das bisschen da hinten. Und er hatte sogar die Truppen da oben. Seht ihr das? Oh, wie ärgerlich. Er hatte sogar die Truppen da oben. Also super gemacht hier, 95%. Auf diese Base hier und so war das hier, oh, ich denke mal, ein richtig krasser Sieg hier, 99,5% zu 86,10. Das ist natürlich auch nicht schlecht und der Gegner hat hier, der Gegner hätte noch was reißen können. Der hat nicht angegriffen, der brauchte vielleicht nicht angreifen, also schönes Ding hier. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich hier beim LOL, werde jetzt mal ein bisschen abhängen und ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, wie immer am Ende den dicken nach oben da lassen und dann sehen wir uns. Wie auch immer, diese Woche ganz, ganz sicher wieder. Bis dahin, euer Toto. Best.